es noch weiter. Die Technikuhr ist die Farbe, Schatz. Egal, weiter. Wo kommt die nächste, wo kommst du her, aus welchem Land? Frankreich. Oh, hört mal. Ja. I'm calling France. Hello Paris. Good evening Paris. Cologne. Du darfst doch nicht raus, ich hab noch nicht. Good evening France. Good evening. Nee. Bonsoir France. Good evening France. Friend. Ja. Hier ist Cologne calling. Schön, wie du draußen bleibst. Ist das nicht schön? May I have the votes from the France jury, please? Good evening. Bonsoir. Du bist sicher, dass du aus Frankreich kommst. Oui. Mireille Mathieu! Bonsoir, salut. Oh, fantastique. Oh, fantastique. Tu t'entendrais. Whatever. Oh, ich bin von England. Bring me schon. Mireille Mathieu ist Britin. Hey, madame, excusez-moi, chapeau bac, monsieur, moustache, me remouladeur, mayonnaise? Non. Oh, non. Merci, madame. Kann ich jetzt die Punkte bitte haben? Die sind hier eingeblendet, sie sehen hier wunderschön. 1 bis 7, 1 Punkt Cassandra, 2 Punkt Cassandra, 3 Punkt Cassandra, 4 Punkt Cassandra. Oui. Bitte. 8 points. Alain. Wir haben Störung gerade. Alla Serbi. Molitva. 8 points to Serbia. 8 points pour le Serbie. 10 points à la Michel vers Liebe Le. Die Franzosen hatte noch nie geschmackt bei Grand Prix. Sie kann auf unsere Sprache, das ist schön. Allemagne. 10 points. Germany, 10 points. Et 10 points, 12 points. Die hat getrunken. 12 points à la leçon, der noch überhaupt nicht aufgeführt worden ist, aber gewonnen hat in Frankreich. Alleluia, Israel. Israel, 12 points, Israel, 12 points. And thank you very much to Paris. It was a pleasure to have you on the microphone. Thank you very much. Ja, damit haben wir den Sieger, meine Lieben. Wir sind am Ende angekommen und ihr wisst, es ist ja Tradition. Es ist jedes Jahr so, dass alle Künstler bei uns im Kulturschock gewonnen haben und auch jedes Jahr gewinnen werden. Denn ich denke, jeder war auf seine Art einzigartig, genauso wie ihr einzigartig wart. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart an diesem Abend. Und ich bitte jetzt alle Künstler auf diese Bühne. Habt ihr den Text mit in der Hand?